Wir stehen beim Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Bei mir ist Enrico Komning. Er ist nicht nur im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch frisch gebackener Bundestagsabgeordneter. Ihr Vorsitzender oder Chef ist live Erik Holm. Er war eigentlich auch im Gespräch für den Bundesvorsitz. Er hat aber auch unter anderem aus privaten Gründen abgesagt. Hätten Sie ihn gerne gesehen als Bundesvorsitzender? Also Leif-Erik Holm ist ein sehr ordentlicher Landesvorsitzender. Ich hätte ihn gerne im Bundesvorstand gesehen, aber ich kann natürlich auch seine Gründe nachvollziehen, warum er es nicht macht. Immerhin muss auch ein Stück weit Zeit noch für die Familie bleiben und ich finde es in Ordnung, dass er das in den Vordergrund stellt. Wie verläuft bisher der Parteitag für Sie? Es gibt ja so eine Art Richtungsstreit bisher, der auch sich in dem Votum gegen das Grußwort von Herrn Hampel richtete. Wie sehen Sie das? Also ich hätte Herrn Hampel auch gerne gesehen. Ich finde, es gehört einfach auch zur politischen Natur dazu, dass der jeweilige Landesvorsitzende des gastgebenden Landesverbandes sprechen sollte. Insofern finde ich es ein bisschen schade, dass Herr Hampel hier nicht gesprochen hat. Das als Richtungsstreit zu sehen, davon halte ich nicht viel. Ich weiß, dass die Medien das immer gerne sehen wollen, dass es einen Richtungsstreit gibt. Aber ich glaube, der ist hier heute nicht zu erwarten. Jetzt sind Sie frisch gebacken im Bundestag angekommen. Wie wurden Sie aufgenommen im Bundestag von den anderen Parteien? Naja, man hat es ja in den Debatten gesehen. Also wir wurden dort ja als Rassisten bezeichnet durch eine Abgeordnete der Linken. Weshalb natürlich unser parlamentarischer Geschäftsführer auch gleich Gegenfeuer gegeben hat. Und damit müssen die Parteien eben auch rechnen. Wenn wir angegriffen werden, dann schießen ist vielleicht der falsche Begriff, aber dann geben wir natürlich Kontra. Darauf müssen sich die Altparteien einrichten. Ich glaube, wir haben uns gut im Bundestag eingelegt und arbeiten als Fraktion auch sehr gut zusammen. Die persönlichen Angriffe sind ja das eine, aber sachlich falsche Begründungen sind das andere. Also zum Beispiel die Sache mit den 714 untergetauchten Flüchtlingen, die es so nicht gibt. Die wurden ja, haben Sie ja behauptet, dass es die gibt und das Innenministerium hat widersprochen. Das kommt ja auch vor bei Ihnen. Naja, es ist natürlich wichtig, dass wir bei Sachanträgen auch vernünftig recherchieren und auch bei den Reden vernünftig recherchieren. Da unterlaufen durchaus auch mal der eine oder andere Fehler. Das kann man uns vielleicht als politische Neulinge im Bundestag auch nachsehen. Aber ich glaube, dass wir insgesamt eine gute Arbeit leisten werden. Wir müssen uns natürlich auch ein Stück weit erst noch einüben. Gut, danke dafür. Wen würden Sie gerne an der Spitze Ihrer Partei sehen im Bundesvorstand? Also den Professor Meuthen muss ich klar sagen, dass er das weitermacht, wie er es bisher gehandhabt hat. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, Herrn Pazerski. Aber da muss ich ganz offen sagen, ich bin auch da relativ offen. Derjenige, der die Mehrheit bekommt, der soll auch dann seine Arbeit machen. Ich hoffe ja nur, dass er sie gut macht. Sie sind auch weiterhin für die Doppelspitze oder reicht Ihnen auch einer? Nein, ich wäre auch deutlich für die Doppelspitze, muss ich sagen. Das hat sich bisher meiner Ansicht nach bewährt und das sollten wir so weiter handhaben. Es gibt es ja auch mehrere organisierte Richtungen in der Partei. Es gibt den Flügel, es gibt die alternative Mitte. Sehen Sie sich in einen dieser Richtungen? Also bei dieser Frage sage ich in der Regel, ich sehe mich vor allen Dingen in der AfD. Und diese Richtungen sind ja nun nicht so organisiert, wie Sie das vielleicht darstellen. Ich persönlich halte das aber für durchaus unproblematisch. Wir haben in allen Parteien haben wir verschiedene, wenn Sie so wollen, Flügel oder Richtungen. Das wissen wir von der SPD, das wissen wir von der CDU und so weiter. Und warum sollte die AfD dann eine Ausnahme bilden? Ich sehe das für völlig unproblematisch. Was ich für wichtig halte, dass diese Richtungen, innerparteilichen Richtungen, ausreichend miteinander reden und dass ihnen klar ist, dass sie ein gemeinsames Programm haben, hinter dem sie stehen. Und das ist ja mehrheitlich ohne Zweifel, glaube ich, von allen so anerkannt. André Poggenburg sagt ja, die Partei muss sich zusammensetzen, sie muss staatstragender werden, sie muss eine Richtung haben. Jetzt frage ich Sie als Bundestagsabgeordneter, ja, welche Themen sind Ihnen wichtig bundespolitisch? Ja, bundespolitisch sind uns natürlich unsere Kernthemen wichtig. Es geht um die Euro-Stabilisierung. Wir wollen ja gerne die Abschaffung des Euros. Es geht natürlich um die Flüchtlingspolitik. Das sind die zwei staatstragenden Themen, die uns umtreiben und die auch insgesamt Auswirkungen auf das gesamtgesellschaftliche Leben haben. Herr Poggenburg meint mit Staatstrang natürlich auch, dass man sich einen Koalitionspartner suchen könnte. Also dass Sie als AfD sogar Regierungsverantwortung übernehmen würden. Naja, wir sind ja letztlich angetreten, um irgendwann auch einmal mitzuregieren. In der jetzigen Legislatur wird das ganz sicher noch nicht der Fall sein. Aber wenn es tatsächlich zu einer Minderheitsregierung beispielsweise kommen würde, dann müsste die Minderheitsregierung ja mit wechselnden Mehrheiten agieren.
Und ich sehe uns da durchaus auch in der Verantwortung, Anträgen zuzustimmen, denen wir sachlich, fachpolitisch zustimmen können. Und dann wird man sehen, dass wir durchaus auch regierungsfähig werden irgendwann. Allein, es fehlt am Partner. Werden Sie ihn noch erleben in dieser Legislaturperiode? Sicher nicht, aber sehen Sie da Chance, mit jemandem zusammenzuarbeiten, aus anderen Parteien, mit Parteien? Naja, es kommt ja im politischen Spektrum allein die CDU in Frage. Und wir wissen ja auch, dass es in der CDU einen konservativen Flügel gibt, der durchaus auch schon Annäherungsversuche bei der AfD versucht. Und wenn wir dann in 2021 schauen, dann müssen wir mal gucken, wenn wir da tatsächlich stärkste Kraft werden sollten, das ist ja unser Ziel, dann kann die CDU natürlich gerne Juniorpartner werden bei uns, ja. Soweit erste Eindrücke eines Bundestagsabgeordneten. Vielen Dank. Und Doris Müller sagt, wo wir jetzt gerade stehen am Parteitag.